MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier mal bei einem kleinen Pack-Opening wieder. Ja, es sind nur zwei Packs, die wir ziehen. Aber es ist ein ganz besonderer Spieler neben Ibrahimovic heute zu ziehen. Und zwar der erste Man of the Match aus Ultimate Team. Ja, Samir Nasri hat eigentlich gute Werte. Ich meine, als ZOM wäre er natürlich hier Bombe. Da wäre er bestimmt locker das Doppelte wert. Aber auch so, wer würde so einen Nasri nicht gerne in sein Team haben? Er funkelt so schön. Also allein, dass er so schön so gut funkelt, braucht man ihn in sein Team. Also ich persönlich. Und ja, ich dachte mir, gut, spare ich mir jetzt nicht die Coins zusammen, sondern ziehe einfach mal zwei Packs und ziehe ihn mal da drin. Und da ist die einfachste Möglichkeit. Es sind seltene Spielersets, einzigartige Top-Spieler in einem Set vereint. 12 Spieler, alle Gold, alle selten. Ja, das hört sich auch gut an. Aber das verspricht doch mal wieder hier Meres, Acker, Klose und was weiß ich hier in einem Pack hier. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache mal die Packs hier jetzt auf. Das erste 50k Pack. Also wirklich sehr, sehr krass. Ich weiß gar nicht, ob ich 50k Packs schon mal gezogen habe dieses Jahr. Und es ist der Ronaldinho da drin. Ronaldinho, Alex, Sabaleta. Au, 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 au. Können wir fast alle, warte mal, ich glaube, die können wir sogar alle. Okay, Santana vielleicht nicht. Smalling könnte ich jetzt kurz von meinem, oder könnte ich für mein BPL-Team hier als Auswechselspieler gebrauchen. Genauso wie den Cahill. Ne, Sabaleta nicht so wirklich. Ronaldinho geht vielleicht für was weg. Also ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, die Euphorie, sie wurde sowas von zurückgeschraubt. Also kurz mal hier 45k Verlust gemacht. Ja gut, haben wir noch das zweite Pack und diesmal gucke ich nicht hin. Diesmal gucke ich nicht hin. Ich habe leider keine Facecam an. Von daher sieht man das nicht. Und ich mache das mal so, dass ich langsam aber sicher mal meine Hand so wegnehme, sodass ich von links nach rechts die Spieler durchsehe. Ori, Ateta, Pepe, Alex. Warum hier? Warum? Das ist doch hier. Garcia könnte was wert sein. Duplikat. Also auf jeden Fall. Gut, man muss schon sagen, dieses Pack ist besser als das andere. Aber das ist ein Innenverteidiger-Pack hier. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Innenverteidiger hier. Das ist ja von 12 Stück. Und alle relativ gut, sag ich mal. Ne. Nichtsdestotrotz haben wir hier die Jagd nach den Nasri Team of the Year. Team of the Year, Man of the Match, Team of the Year, vielleicht, wenn er seine Leistung bestätigt. Aber als erstes gibt es ihn nur als Man of the Match. Die haben wir leider nicht erfolgreich beenden können, aber nichtsdestotrotz hoffe ich mal, dass ihr kurz mit mir mitgefiebert habt und mir die Hände gedrückt habt und die Daumen und ja, alles Mögliche, die Füße oder sonstige Körperteile. Ja, gut, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, euer Famous NMS.